So, jetzt ist es 1:10 Uhr, genau. Dass man es auch sieht, ja. Okay. Und jetzt bin ich allein in der Werkstatt. Ja, aber das ist für mich die schönste Zeit. Jetzt haben wir dort den, wie wir sagen, den Buffy, haben wir dort montiert, den Balkschoner. Das ist jetzt, das Instrument ist jetzt fertig. Zum Ausliefern. Ja, das geht jetzt zum Michel. Zum Waldbau Michel. Aber wir dürfen natürlich nicht stehen bleiben. Wir haben jetzt da schon die nächste Sache vorbereitet. Das ist jetzt eine Satinnuss. Ja, da haben wir jetzt einmal Gehäuse. Heute haben wir da den Griffstock aufgeschraubt. Und da kommen dann hinten die Stimmstecker rein. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Und da ist Stufenbrett. Ist auch schon fertig. Stufenbrettel ist auch schon fertig. Für den Griffstock. Ja, und da die Sohlen für die Stimmstecker. Ja, und da haben wir da auch schon für die Satinnuss das Basskastl vorbereitet. Und das Kasottokastl und die Bassplatte und die drei Trimmer nehme ich jetzt einmal. So, da bin ich jetzt wieder. Jetzt mit den drei Trimmer da mit angenommen in die Werkstatt. Da haben wir schon die zwei Stufen für die zweite Bassreihe aufgeklemmt. Ja. Und jetzt messen wir die Bassplatte. Anfangen zu nähen. Und da haben wir die schon vorbereitet. Und die ist da auch schon markiert. Das haben wir jetzt so gemacht. Das ist einfach Gefähriges. Und jetzt müssen die da, jetzt sollte die da reinpassen, markiert. Ja, da, und tatsächlich passt's. Und so wärst's nachher eingeklemmt. Und da haben wir das Kasotto. Das Passkasotto. Und das muss auch jetzt da rein. Und markiert, wenn's passend da dort. Schauen wir mal. Naja. Cool. Aha. So schaut das nach Hause. Das wird jetzt so. Zusammengeklemmt. Und der Fall passt.